So, liebe Freunde, herzlich willkommen zum fünften Gruppenspiel meinerseits. Ich konnte alle vier gewinnen. Es geht jetzt gegen den Chris um den Gruppensieg. Und ja, das wird eine, denke ich mal, ja, interessante Sache. Ich sehe den Chris in dieser Partie auf jeden Fall als Favorit, weil er auch definitiv das bessere Team hat. Wovon ihr euch jetzt überzeugen könnt. Das ist schon, ja, das ist schon hochkarätig besetzt. Mit absoluten Topstars. Die sind ja nicht alle verbunden, also dass sich alle irgendwie untereinander eine Chemie haben, aber das ist ein knallhartes Team. Und ich sollte ja einfach mein Bestes geben. Ich konnte ja wirklich also vom Glück reden, dass ich dann in der 90 Minute gegen HY Gaming Fan noch das Tor geschossen habe. Und ja, bin jetzt durch, stehe im Viertelfinale. Und ja, hier geht es wie gesagt gegen den Chris. Geht es um den Gruppensieg, deswegen probiere ich auch sonst erstmal defensiv anzugehen. Hinten sehr, sehr sicher zu stehen, nicht allzu viele Fehler zu machen. Ich hoffe, dass das klappen wird. Und das sieht alles andere als gut aus. Und da kann ich erstmal den Ball erobern. Probiert das Spiel natürlich jetzt hier ruhig aufzuziehen. Auf Diego, aber der wird natürlich da weggeblockt. Hat natürlich keine Chance. Wie gesagt, ich verspreche mir hoffentlich unterhaltsame Partie für euch. Und ja, möge der Bessere gewinnen. Und vielleicht kommt ja immer die erste Aktion. Da ist Diego, der kann aus dem Stand schießen. Aber das war jetzt keine wirkliche Gefahr. Da kommt natürlich der schnelle Ball auf Aguero. Er wollte einen Trick probieren. Chris und ich haben auch in letzter Zeit sehr viel zusammen in der Partygang wirklich uns Tricks einstudiert. Aber die wirklich auch anzuwenden, immer im Spiel, in der richtigen Situation. Das gefordert auch, erfordert halt auch sehr viel Training und Können. Und ja, bin mal gespannt, ob er hier mir gleich den einen oder anderen Trick präsentieren kann. Aber mit ein bisschen Glück behält er da den Ball natürlich. Und dann ist es das 1-0, das ist mit sehr viel Glück durchgekommen. Das muss man einfach ganz klar sagen, dieser erste Treffer. Sehr glücklich, wie er da sich da auf rechts durchwurschtelt. Aber naja, Tor ist Tor, von daher, ich gehe auch ein bisschen locker hier an die Sache ran. Ach, schade, Götze. Ich probiere jetzt ein bisschen rumzutricksen, wie gesagt, ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Und da kommt natürlich der Ball auf Di Maria, der kann natürlich auch so einen Schlenzer mal machen, aber der ging dann doch eher kläglich am Tor vorbei. So, nächster Angriff hier, verliere viel zu viele Bälle im Mittelfeld. Und das könnte das 2-0 sein. Nee, Leno ist da auf Trab. Ja, ist klar. Wollte schon gerade sagen, wenn das kein Freistoß gibt, ey. Dann ist hier aber Feuer unterm Dach. Wieder gewinnt er den Zweikampf. Wie gesagt, meine Spieler, die kommen da halt nicht ganz hinterher. Weil das Team auch, wie gesagt, wirklich sehr gut besetzt ist. Das ist mit meinem Team einfach nicht zu vergleichen. Das ist ein, denke ich, in allen Positionen überlegen und ich gehe da auch noch mit, mache den Fehler. Und den kriegt Naldo geklärt. Gebe ihm auch zu viele Freiräume da. Ha, und dann hat er Glück, dass der Lewandowski da nicht den Pass durchgesteckt kriegt. Die Maria mit dem Fernschuss ans Lattenkreuz. Ihr merkt das auch so in meiner Kommentarweise. Ich bin nicht so ganz emotional dabei, weil es mich nicht jetzt. Natürlich kann ich als Gruppenerster einen einfachen Gegner bekommen, aber wenn man da das Turnier gewinnen will, dann muss man dann doch schon alles schlagen, was einem in den Weg geräumt wird. Dann, ja, er weiß halt, wo ich hinlaufe. Das macht er sehr, sehr gut. Steht in der Defensive bis jetzt sehr, sehr sicher. Ich kriege überhaupt nichts auf die Kette bis jetzt. Vielleicht jetzt mal Versuch. Lewandowski. Götze. Die Flanke kommt gut, aber da ist dann auch Petrčić, der das Ding ja souverän abfangen kann. Der Abwurf könnte jetzt mal ein Fehler gewesen sein, aber dann ist da Touré. Und auch dieser Ball wird da ganz sicher geklärt. Martinez. Grätsche ins Leere. Benzema.
probiert da zu schießen, schießt dann auch nochmal den Verteidiger an. Dürfte eine Ecke geben. Sieht so aus. Und natürlich Cellini ist ein Kopfballtier. Jetzt kriegt er doch noch den Abpraller in den Rückraum. Ja, das, also wenn das Elfmeter gibt, dann heiße ich Annemarie. Toni Kroos. Schnell mal auf Lewandowski. Schnell ist er, ja. Der Robert. Ah, und dann Cellini. Die Abwehr ist auch wirklich schnell besetzt, da kannst du mich so durchrennen mit irgendeinem Spieler. Da muss dann genau alles stimmen, da sehr schöne Chance und das 2-0 durch Sergio Aguero ist natürlich klasse eingelaufen. Sehr fein gemacht. Und dann, na, mein Verteidiger muss da eigentlich auch mitgehen. Nicht gut gelöst. Ach Mann, und dann fehlt da irgendwie der letzte Ball. Wenn man da mal eine Offensivaktion da ist, dann fehlt es am entscheidenden Bällchen. Das ist ein bisschen schade. Probiert er damit Benzema da jetzt irgendwas zu fabrizieren? Ach, das mache ich zu doof. Das mache ich viel zu doof. Jetzt wird es doch deutlich so, wie ich es mir eigentlich nicht vorgestellt habe. Aber Aguero ist auch dann zu gut. Muss man gerade einen Salzhering aus Frust essen, das war viel zu schlecht gemacht, ey. Wie so ein Liga 10 Spieler bei Seasons, ey. Gar nichts drauf, ey. Wenn er gerade so richtig raus. So richtig. Dann kommt der Abpraller mal. Und dann kriegt er natürlich noch Fuß dazwischen. Gibt's nicht. Eckball wird wahrscheinlich auch keine Gefahr bringen, oh doch. Lewandowski kommt mal zum Abschluss. Langer Abwurf. Reus mit dem Abschluss. Lewandowski kommt nicht dran. Schade. Wie gesagt, lass mich hier zu einfach vernaschen. Di Maria mit der Flanke. Eieiei. Ach du Scheiße. Den Ball, den hatten wir schon gegen 8-Way Gaming Fans, so einen Ball. Natürlich. Jetzt wird's ein bisschen lächerlich. Jetzt wird's ein bisschen lächerlich. Aber naja, 4-0. Oh Gott. Meine Pässe sind katastrophal. Ich erwische heute keinen guten Tag. Überhaupt keinen. Als gegen H2 Gaming Fan, das war schon sehr, sehr glücklich. Und das hier spiegelt sich dann in aller Deutlichkeit jetzt auch im Ergebnis wieder. 4-0, das ist nix. Werde mal umstellen jetzt. Auf eine Raute vielleicht einfach ein bisschen mehr Offensivdruck aufzubauen. Mal sehen, was wir da so hinkriegen können. Mit Schürrle. So, Diego nehmen wir auch raus. Drei Wechsel werden vollzogen. Alle positionsbedingt noch. Vielleicht kann ich da ein bisschen was über die Verteidiger, über die Außen machen. Dass ich da mehr Zugriff kriege. Hündeler, Schüler, Shaqiri, Groß, Diego. Lewandowski verabschieden sie aus der Partie. Mal gucken. Dass das Spiel jetzt über die Außen verlagern und halt. Auch hier, die von diesem defensiven Konzept da weggehen. Und schon kommen wir auch zu der Angriffssituation. Und da ist auch schon der Anschluss. 4-1, so schnell kann es gehen. Sollte er den Ball holen, aber... Okay, 4-1 ist ein bisschen Ergebnis Kosmetik, das wird sich zeigen. Sehen wir mal schön, kam das Ding natürlich punktgenau. Und zack. Sieht das Ergebnis ein bisschen besser aus. Ballgewinn hier von Schürrle ist es. Ja, und dann kommt die Flanke nicht rein. Das ist schade. Mach ihm da die Seite auf. Alaba ist natürlich
logisch, dass der Ball da kommt. Und den kann dann Piszczek auch mal ganz genüsslich holen. Schade. Müsste mein Verteidiger kommen, der Piszczek, der kommt auch. Reus. Ah, und dann der hat das Bällchen gefehlt und jetzt ist mein Abwehr natürlich offen. Und der Pass auf Agüero und den kann ich bereinigen. Wir haben ja schon ein dummer Fehlpass, der eigentlich nicht passieren darf. Ah ja, ja, dann mache ich den Spielerwechselfehler und der wird bestraft. Leute, Leute, Leute. Ja, wo sind wir denn hier, ey? Mann, dieser Agüero ist noch eiskalt vorne, das ist echt heftig. Mann, 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 Mann. War eigentlich relativ gut drin in der Halbzeit 2 und dann machst du da so einen Fehler. Und wirst direkt bestraft. Schade, schade. Hinterla, kann den Ball behaupten. Und dann Chase, natürlich. Mann, Mann, Mann. Bringen wir einfach mit Shaqiri mal die Ecke rein. Ja, genau. Und das ist irgendwie hier heute ein bisschen lächerlich. Ein bisschen lächerlich ist es schon, dass er dann den Ball bekommt und dann nie direkt kontern kann. Piszczek gefällt mir natürlich von seiner Spielart sehr, sehr gut. Dass sie sich da nicht einig werden, kann ich irgendwo auch nicht verstehen. Ja, genau. Leno hätte ihn jetzt vor die Füße des Agüero geboxt und Agüero hätte dann wahrscheinlich schon Roulette am Torhüter vorbeigemacht und dann reingehauen. Irgendwie sowas. Ich wollte schon gerade sagen. Also deutlicher kann man im Abseits echt nicht stehen. Und dann der Reus mit einem schönen 5-2. Das war mal schnell kombiniert und auch gut kombiniert. Da hab ich keinen Bock zu schießen. Legen wir lieber Preuß ab. Das wird die Goal hin oder her. Juckt bei dem Spielstand jetzt eigentlich eh nicht so. Es bleibt weiter beim 3 Tore Rückstand, den ich auch schon. Okay, was heißt 3 Tore Rückstand? Ich bin nur mit 4 Toren aus Halbzeit. 2 kommen Agüero Tor. Ne, doch nicht. Wir warten ab auf Agüero. Okay, warten noch nicht auf Agüero. Gehen lieber über Shaqiri mit der rechten Seite. Oder mit Shaqiri über die rechte Seite, so wollte ich sagen. Dann kommt die Flanke und Cech hat den Ball. Also ich denke, ihr seht hier doch schon ein unterhaltsames, eine unterhaltsame Partie. Tore auf beiden Seiten, wenn auch etwas ungerecht verteilt. Aber vom Spielstand her geht das doch schon in Ordnung. Natürlich! Sergio Agüero, Alter! Ich bin Gott, kann alles! Den muss es in Form 99 gehen, das ist schon geil. Hammer Sache, Agüero. Echt. Kann man jedem nur ans Herz legen. Und dann wird der Schuss geblockt, das ist doch nicht zu fassen. Agüero fällt er vor die Füße, bei mir wird der Schuss geblockt. Das ist doch echt zum Ficken, Alter. Das ist richtig zum Ficken. So, Agüero kriegt den Traumball jetzt. Achtung. Leute, achtet einfach auf Agüero. Guckt euch einfach sonst noch eine Wiederholung an, wie er jetzt hier das Tor erzielen wird. Okay, doch nicht. Bin überrascht gewesen. Shaqiri ist ein bisschen ausgepowert. Ach, Mann. Verspringt ihm der Ball, das ist doch scheiße, ist das doch. Natürlich der Hazard. Wenn es sonst nichts ist. Und es ist schon gewissermaßen. Was? Da war noch einer dran. Okay.
Ja. Hazard, jetzt kommt die Traumflanke. Nee, kommt sie nicht. Ach, was ist denn jetzt los? Jetzt kippt das Spiel so völlig. Jetzt nur noch ein Fehlpass nach dem anderen. Und Leno hat das Dinger. Zweite Halbzeit besser geschlagen. Und dann ist der Ball auch schon wieder weg. Weil das Mittelfeld halt da wie behindert steht. Sehr kompakt das Ganze. Ach du Heilige. Ah, Benzema, so einfach geht es dann auch wieder nicht. Obwohl, ja, bei Aguero muss ich sagen, er wäre gewiss durchgekommen. Von daher. Hier, komm, probieren wir das Ding nochmal vorne rein zu kloppen. Hier, Bent Leno. Der macht das Ding. Da kommt der Naldo nochmal dran, aber. Dann dürfte das auch, denke ich mal, jetzt gewesen sein. Ja. Das Gruppenspiel habe ich doch relativ deutlich verloren, so wie ich es mir erwartet. So wie ich es erwartet habe, das Ding ist dann doch ziemlich klar gewesen. Hat zum einen natürlich mit dem klar besseren Skill zu tun, der hier vorliegt gegenüber H-Way Gaming Fan. Zum einen meine schlechte Leistung kommt hinzu. Und der dritte Punkt ist natürlich auch noch, dass da die Spiele einfach auch technisch beschlagener sind als manch anderen aus meinem Team. Und daher geht dieses Ergebnis in dem Gesamtresultat völlig in Ordnung. Und ja, der Gruppensieg dürfte jetzt nicht mehr zu erreichen sein. Da müsste schon wirklich ein Wunder passieren im letzten Spiel. Also wenn ich da 5-0 gewinnen sollte. Respekt, Respekt. Aber das denke ich mir, wird nicht passieren. Ich nehme den zweiten Platz hin. Warte mal ab, was dann so kommen wird. Was mir dazu gelost wird. Bedanke mich fürs Zusehen. Bin jetzt raus. Mach's gut. Ciao.